In diesem Video zeige ich dir, wie du verschiedene Formen kombinieren, ausrichten und auf verschiedenen Ebenen anordnen kannst. Ich starte eine neue Datei mit New Artwork, wähle hier wiederum Print und A4 und habe hier die neue Datei. Ich beginne wieder über diese Shapes mit einem Rechteck. Ich möchte eine Wolke machen. Die soll jetzt aber so eher länglich sein. Ich mache mal so ein Rechteck und ziehe gleich auch noch einen Kreis auf. Diesen Kreis ordne ich so an. Er springt bei mir jetzt direkt so an die Ecke des Rechtecks. Also es wird mir auch ein bisschen geholfen, diese Objekte auszurichten. Damit es da so nahtlos ist, wäre aber auch nicht so ein Problem, wenn ich jetzt verschoben bin. Dann kann ich mit der gedrückten Umschalttaste beide Objekte auswählen und habe hier drüben mit allein diese verschiedenen Befehle, ich denke, sie sind mehr oder weniger selbsterklärend, allein Button gewährleistet, also dass beide unten ausgerichtet sind. Diese Kreisfigur, die kopiere ich nun noch ein paar Mal, also Copy oder eben Control oder Command C und füge sie wieder ein. Mache sie vielleicht ein bisschen größer. Das wiederhole ich nun noch ein paar Mal. Nun wähle ich mit der gedrückten Maustaste alle diese Formen aus und darüber erscheint dieses Kontextmenü mit Unite oder Add, kannst du all diese Formen zu einer Form verbinden. Als nächstes machen wir ein Kreuz. Zwar hätten wir hier eines, ich zeige dir aber, wie man das auch selbstständig. Ich ziehe also wieder ein Rechteck auf, mache es diesmal schmaler, vielleicht etwa so, kopiere es wieder mit Ctrl C oder mit einem Rechtsklick und füge es wieder ein. Und diesmal drehe ich es um 90 Grad. Ich mache das gleich über die numerische Eingabe. Und damit jetzt dieses Kreuz schön mittig ist, wähle ich wieder beide Formen aus, indem ich sie überfahre mit der gedrückten Maustaste und wähle hier mittig und nochmals mittig. Und diese beiden Formen werden wieder zusammengefügt. Nun mache ich ein Rechteck für die Flagge. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, weil dieses Rechteck jetzt vor dem Kreuz ist. Mit diesem Befehl hier kann ich das Rechteck nach hinten verschieben. Und jetzt, damit das Kreuz wieder genau in der Mitte ist, es wird mir zwar so ein bisschen angeordnet, um sicher zu gehen, wähle ich beide Formen aus, wähle wieder Center und Middle. Und diesmal will ich jetzt, dass ein Loch gestanzt wird in dieses Rechteck dahinter. Ich wähle also diesen Befehl hier, Subtract, und schon habe ich ein Loch. Wähle hier noch ein bisschen eine andere Farbe und du siehst, man sieht nun die Wolke dahinter. Es ist also quasi wie ein Loch in dieses Rechteck in Form eines Kreuzes gestanzt worden. Also mit diesen Befehlen kannst du recht komplexe Formen herstellen, zum Beispiel irgendwie eine Blume oder ein Herz oder was auch immer. Ein Herz aus zwei Rechtecken und einem Dreieck. Da gibt es ganz verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Wenn du diese Datei nun mit einem Laser-Cutter verwenden möchtest, dann macht es manchmal Sinn, sie noch etwas zu verändern. In diesem Fall möchte ich die Wolke ausschneiden. Deshalb wähle ich hier keine Füllung. Dafür
Eine Umrisslinie macht die gleich schwarz. Und hier, das würde vielleicht graviert, dann lasse ich es mal so. Da braucht es je nachdem dann eben noch eine zweite Ebene mit der Umrisslinie, um quasi das richtig auszuschneiden und dann die Fläche zu gravieren. Wenn wir gleich bei den Ebenen sind, das Symbol dafür siehst du hier. Hier haben wir einerseits die Wolke mit dem Augsymbol, kannst du die aus- und einblenden und hier das Schweizer Kreuz und mit dem Schlusssymbol wird diese Form gesperrt. Das heißt, du kannst sie im Moment nicht mehr bearbeiten. Mit einem erneuten Klick auf das Schluss kannst du es wieder auswählen und bearbeiten. Diese Ebenenpalette ist auch praktisch, um die Reihenfolge noch zu ändern. Du siehst, die Wolke ist jetzt nach wie vor unterhalb dieser Flagge und das kann ich ganz leicht ändern, indem ich da das Ebenensymbol darüber ziehe. Und manchmal macht es auch gleich Sinn, wenn man mit einem Doppelklick den Namen ändert. Wolke und Flagge. Und so habe ich jederzeit den Überblick über die Anordnung meiner Objekte.